Hi und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Channel. Ich bin eure Carmen und ich bin eure Crossdresserin aus Leidenschaft. Und ja, wie schon in den Videos zuvor, versuche ich euch mit meinen Tipps und Tricks fit zu machen, um auch selbst eventuell mal mit dem Crossdressing anzufangen, denn es ist nie schlecht, wenn man seine feminine Seite mal zeigt oder mal auslebt. Das ist ganz natürlich und sollte auch jeder heterosexuelle Mann vielleicht mal in Erwägung ziehen. So, fürs heutige Thema habe ich mich extra ladylike schick gemacht, denn nein, es handelt nicht um ladylike, sondern es handelt um das Make-up. Das ist womöglich die allergrößte Herausforderung für jeden Crossdresser und für jede Drag Queen, denn wir Männer sind natürlich nicht begabt und wissen auch nicht, wie das mit Make-up aussieht. Ich kann euch hier nur raten, macht es so wie ich und öffnet euch einfach einmal eurer besten Freundin. Fühlt vielleicht einmal ein bisschen voraus, mag sie Drag, vielleicht gefällt dir sogar RuPaul's Drag Race auf Netflix, also bei mir zumindest, das Gesprächsthema, um es zu eröffnen, denn sich selbst Schminken beizubringen als Mann ist unglaublich schwierig. Vor allem braucht ihr hier nicht nur viel Geld und viel Make-up, sondern natürlich auch viel Übung. Und so toll auch die ganzen YouTube-Tutorials sind, über Nacht werdet ihr natürlich nicht zur Make-up-Artistin. Deswegen mein Rat einmal an euch, öffnet euch einer Freundin, bei der ihr wisst, okay, ihr kann ich vertrauen und sie hilft mir auch. Denn, und ich sag's euch, den Mädels, die ihr nicht das erzählt habt, die waren sofort Feuer und Flamme. Die wollten mich so hübsch wie möglich machen und dementsprechend hoffe ich, dass ihr natürlich auch so jemanden in eurem Freundeskreis habt. Denn nur so lernt ihr auch von ihnen. Also bei mir war es so, wir sind dann gemeinsam Make-up shoppen gegangen. Sie hat mir einige Kniffe beigebracht, hat gezeigt, wie man sich schminkt und wofür eben alles da ist. Also die breite Palette, ein Damen-Make-up setzt sich nicht nur aus Lippenstift und Wimperntusche oder Lidschatten zusammen. Da ist noch so viel mehr dahinter und in das Detail reinzukommen, dauert natürlich. Natürlich könnt ihr auch, wenn das nötige Kleingeld da ist, euch sogar professionell schminken lassen. Sieht natürlich dann auch unfassbar gut aus. Ist dann aber ein wenig schade, wenn ihr so dann nicht rausgehen könnt. Wenn ich zum professionellen Make-up-Artist greife, dann versuche ich es zumindest dann mit einem kleinen Ausgehen in Verbindung zu bringen. Ich gehe dann oft eben feiern mit meinen Mädels oder mit meinen Freunden oder mache die eine oder andere Drag-Party bei mir zu Hause. Und jeder meiner Freunde ist super tolerant und wie gesagt, Mädchen lieben es zu schminken und sie werden es auch lieben, euch zu schminken. Wenn ihr das aber nicht wollt, dann helfen natürlich diverse Make-up-Tutorials dabei, euch wunderschön zu fühlen. Wie gesagt, so dieses klassische Make-up-Tutorial kann ich euch jetzt natürlich nicht bieten. Ich schminke meistens aus Lust und Laune heraus. Heute passt es aber zu meinem süßen kleinen pinken Outfit und ich hoffe, ihr könnt auch in Zukunft ein wenig zur eure Crossdressing-Seite erfolgreich und zufriedenstellend herausfinden. Dementsprechend freue ich mich wie üblich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Follow. Und ich bin jederzeit erreichbar auf diversen Kanälen, sie sind alle in der Beschreibung. Und ich wünsche euch viel Erfolg, ganz viel Liebe. Kuss geht raus, ihr Süßen. Tschüss.